Hallo YouTube, Anime und Zeichentrickfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir einen Anime-Klassiker aus, den ich persönlich aber nicht kenne. Ich habe den nie im Fernsehen gesehen, was mich ein bisschen überrascht, weil früher als Kind habe ich viel Fernsehen geguckt. Und zwar spreche ich hier von der Serie Die Abenteuer des Sherlock Holmes, Volumen 1 und 2. Wir haben hier 26 Folgen. Ich weiß auch nicht, ob das alle Folgen sind, aber ich gehe da jetzt mal von aus. Habe ich mir auf eBay gekauft per Preisvorschlag für 25 Euro und den Preis fand ich total in Ordnung, weil ich wollte sie ja eh schon länger kaufen. Jetzt habe ich sie mir mal endlich gekauft. Gibt es nur auf DVD, das Ganze kommt von PDAX. Wenn ihr Interesse an der Serie habt, verlinke ich euch die zu Amazon. Da verdiene ich aber nichts dran. Wie Trailer und weitere Informationen findet ihr unten wie eben in der Videobeschreibung. Ja, das Ganze ist ab 6 Jahren freigegeben und hier oben steht von Hayao Miyazaki, der Macher von Das Wandelnde Schloss und Chihiros Reise ins Zauberland, also der Mann, der mit Ghibli gegründet hat. Und ich gehe davon aus, dass die Serie mir gefallen wird. Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Hat was von Willy Fogg, wie ich finde. Und ja, die Laufzeit der ersten Minute geht 113 Minuten. Bildformat ist 4:3. Tonformat Dolby 2.0. Sprachen haben wir Deutsch, Italienisch und Englisch. Ländercode 2 Europa. Bonusmaterial im Booklet soll dabei sein, wahrscheinlich nur digital. Und das Ganze wurde mit Hayao Miyazaki als Regisseur mit TMS Entertainment produziert. Und dann kann das ja eigentlich nur was Cooles sein. Hier könnt ihr euch das nochmal durchlesen, wenn ihr möchtet. Machen wir das nochmal auf. So. Ne, hier ist wirklich ein Booklet dabei. Das ist ja lustig. Ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht bei PDAX. Cool. Also erstmal so sehen die DVDs aus. Da stehen die Episoden drauf. Dann haben wir hier ein Wendecover. Ohne FSK-Flaschen. Ich hoffe, man hört es nicht raus. Wir haben jetzt 7 Uhr morgens und ja, mein Urlaub geht diese Woche vorbei, jetzt am Wochenende. Und deswegen wollte ich noch ganz früh ein paar Videos drehen, ein bisschen YouTube machen heute. Und dann haben wir hier noch ein schönes Booklet. Ich glaube, in Japan gab es sogar Mangas dazu, wenn ich mich nicht irre. Also das musste PDAX immer machen. Also Daumen hoch. Ist zwar, glaube ich, japanisch jetzt, wie ich gerade kurz gesehen habe. Aber finde ich trotzdem sehr cool. Sowas ist schön dabei zu haben. Das war die erste Seite. Aber falls ihr die Serie im Fernsehen gesehen habt, wo lief das denn damals? Also ich kann mich nicht entsinnen, dass das mal auf ARD oder ZDF als Kind gelaufen ist, geschweige von RTL oder Tele 5. Vielleicht habe ich es auch einfach nur verpasst. So, das war das erste Volumen. Und dann haben wir das zweite Volumen. Auch ab 6 Jahren freigegeben. Laufzeit 313 Minuten. Bildformat PAL 4:3. Also ihr habt links und rechts auch hier Balken. Tonformat ist Digital 2.0. Sprachen Deutsch, Italienisch und Englisch. Nennercode 2 Europa und Booklets auch in enthalten. Ja, packen wir doch mal aus. Ja, hier ist auch wieder ein Booklet dabei, das finde ich auch sehr cool. Auf den DVDs hätte ich persönlich Charakter gemacht, so die Köpfe von denen oder so. Aber trotzdem, also das ist für mich vom Release her einer der besten Release von PDAX. Weil da ein Booklet bei ist, ein Wendecover. Aber was PDAX jetzt auch macht, habe ich gesehen, die bringen ja jetzt komplett Boxen von ihren Serien raus. Zum Beispiel von Super Mario Bros. Habe ich das gesehen. Captain N, Traumstein. Wo sieht es denn ohne Platschen aus? Finde ich cool. Sonst guckst du das zweite Booklet noch an. Auch vom Material sehr gut. So nicht so weich oder so. Ein schönes, bisschen etwas härteres Cover, schönes hochwertiges Papier. Tja, und das war mein kleines Unboxing zu Die Abenteuer des Sherlock Holmes. Wenn ihr die Serie gesehen habt, schreibt mir gerne eure Meinung zu der Serie. Ansonsten wäre das was für euch. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten guckt euch den Trailer an, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinke. Ich bedanke mich für eure Zeit. Immer einen Kommentar, ein Like würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Gavatrons. Ciao.